Team, was wir mit 2:0 gewinnen konnten. Da sind wir froh, dass es am Ende mit Sicherheit noch geklappt hat. Wie es die beiden Trainer gesehen haben, erfahren wir gleich. Wir geben einmal das Mikro an unseren Gästetrainer, dass er vielleicht für seine Mannschaft einmal kurz eine Einschätzung gibt. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Holger Hus, ich bin der Co-Trainer des Teams. Der Trainer hat damit gespielt, Markus Grundberg, wie er das hier mitbekommen hat. Ja, Glückwunsch an die Heimmannschaft für das 2:0. Jederzeit voll verdient, gar keine Frage. Wer aus dem Fußball versteht, hat es auch gesehen. Wir sind hierher gekommen, um ein Blutbad zu verhindern, sage ich jetzt mal. Hier hat Hanse 10:0 verloren. Hier hat im Hinspiel bei Hinrunde hat hier Stralsund 14:0 verloren. Das sollte uns nicht passieren. Und ich denke mal, bis zur 70., 75. Minute haben wir dort durch aggressive und konzentrierte Abwehrarbeit auch einen Debakel verhindern können. Und irgendwann und irgendwo lässt er dann mal auch die Kraft nach, wenn man verschiebt in den Viererketten, wenn man nach vorne keine Entlastung schaffen kann, selber sich keine Chancen erarbeitet, dann passiert bei so einer gut ausgebildeten, bei so einem gut ausgebildeten Gegner natürlich auch mal, dass der ein Tor schießt. Ne? Und das ist eben auch passiert. Ja, gut. Ganz großen Respekt hier für die Jungs, die spielen, alles junge Bengels, richtig super sauberen Fußball, geduldig dort ihr Spiel abgezogen, ne? Nicht die Geduld verloren, nicht hektisch geworden. Und am Ende dementsprechend auch verdient gewonnen. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Tschüss. Ja, du hast es gemacht. Der Applaus ist mit Sicherheit berechtigt. Im Vorfeld mit vielen Toren, viele Gegner nach Hause geschossen. Ihr in Anführungsstrichen bei allem Respekt 2 Tore gekriegt. Stefan, dir wird mit Sicherheit stark vom Herzen gefallen sein. Nach so vielen Chancen, die der Torwart spektakulär mit Sicherheit auch pariert hat, oben über nebenher. Aber mit Sicherheit hast du es von der Linie ganz anders gesehen, als wir von oben von den entspannten Plätzen. Ich habe das ähnlich gesehen. Also das war schon ja, ziemlich viel Aufwand, den wir betreiben mussten heute, um Malchin zu schlagen. Und das lag auch ein Großteil an dem Gegner, der sich wirklich ja, aufopferungsvoller dem Verteidigen gewidmet hat heute. Das ist für uns immer so eine Situation, wo man die Geduld halt bewahren muss, wo man immer wieder aufpassen muss und seine eigenen Angriffe halt absichert, dass man da nicht in den Konter läuft. Ich glaube, das haben wir wirklich richtig gut gemacht. Und dann freut es mich ganz besonders heute für Johnny Bohmann, der das die letzten Wochen sicherlich nicht so leicht bei mir hatte, aber heute genau die richtige Antwort gegeben hat, der dann als Dosenöffner mit dem 1:0 uns hier auf die Siegerstraße geschossen hat. Wenn so ein Tor nicht fällt, dann spielt so ein Spiel auch mal ganz schnell 0:0. Deswegen freut es mich und zeigt einfach auch, dass hier in der Truppe jeder gebraucht wird zu jedem Zeitpunkt. Und die 3 Spiele in den 7 Tagen, davon haben wir jetzt 6 Punkte geholt. Das liegt mit Sicherheit daran, dass wir einfach einen Kader haben, der ausgeglichen ist, wo einer für den anderen einstehen kann, wo wir keinen Leistungsabfall haben, egal wer da auf dem Platz steht. Heute Zabler sein erstes Spiel für die Herren gemacht und das auch gerade den letzten Angriff, den Maschine noch gefahren hat, nochmal Zotti da unterstützt. Also das ist schon eine coole Band und das macht schon Spaß, eine coole Kombo, auch mit der U19, 3 U19 Spieler heute auf der Bank dabei gewesen. Ja, und wenn es dann am Ende 2:0 heißt, dann ist es auch komplett in Ordnung und bin ich auch komplett zufrieden mit. Ich muss hier nicht immer 14 Dinger schießen, auch wenn ich mich dann ein bisschen öfter freuen kann. Euch einen schönen Feiertag und ich hoffe, ich kann das auch ein bisschen genießen. Dann schauen wir jetzt mal die Runde, ob einer noch eine Frage hat. Gut, dann wünschen wir nicht nur unseren Gästen natürlich eine gute Heimfahrt. Kommt gut nach Hause, wünschen euch einen schönen Feiertag. Wir für uns natürlich tun auch unser Übriges, wir nehmen noch ein und dann werden wir mit Sicherheit auf den 92 auch nochmal feiern. Aber nicht zu lange, denn morgen wird marschiert. Und da freuen wir uns alle drauf. Also schönen Feiertag euch, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns am 11. Mai wieder und zwar dann gegen, hilf mir, Stefan, gegen Neubrandenburg. Genau, gegen Neubrandenburg und dann 14 Uhr hier wieder im Stadion. Also macht's gut, schönen Dank. Tschüss.